Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Play Don't Starve. Wir sind ja vorgestern leider draufgegangen. Tja, was heißt wir? Ihr habt es ja alle gesehen, ich hatte noch eine Fackel im Inventar und natürlich war ich zu blöde, einfach mal irgendwie so durch die Nacht zu kommen. Aber ihr könnt mir glauben, wenn du erstmal hier so in der Aufnahme bist, da bist du so in Panik auf einmal, wenn du merkst, scheiße, ich sterbe gleich, dass du da irgendwie dein Gehirn ausschaltest. Traurig, aber wahr. Ihr habt gesagt, komm, spiel doch nochmal The Strongman Wolfgang. Aber nein, liebe Leute, wir wollen nochmal alle Charaktere ausprobieren, die wir so freischalten. Deswegen werden wir diesmal mit der guten Wendy zocken. Und da haben wir ja auch noch ein bisschen Begleitung. Denn Abigail ist ihre tote Schwester, die sie scheinbar irgendwie verfolgt. Denn hier steht, sie ist immer noch verflucht. Na gut, das würde ich gerne nehmen. Ihr meintet schon zu mir, ja, Grants, stell dir doch die Welt ein, bla bla bla. Nein, ich bleib bei Default. Ich weiß nicht, das ist doch scheiße, wenn wir jetzt hier irgendwie noch was umändern oder so. Nein, wir wollen wirklich mit dieser normalen Einstellung einfach weiterzocken, würde ich sagen. Aber, liebe Leute, beim letzten Mal, als ich hier angefangen habe, hatte ich ein Bierchen und da kam eine richtig schöne Welt zustande. Deswegen würde ich mal sagen, diese Tradition behalte ich jetzt einfach mal bei. Also, man hat es gehört. Mit diesem wunderbaren Holsten in meiner Hand würde ich dann einfach mal sagen, starten wir in die Welt. Die Welt wird sich jetzt generieren. Ich nehme schon mal ein Schlückchen. So. Und jetzt hoffe ich mal einfach, dass es hier auch wieder eine richtig schöne Welt für uns gibt. Ich bin gespannt. Wir werden wieder versuchen, erstmal richtig geil die Büffel zu finden. Wie das letzte Mal am Anfang. So, das hier kennen wir doch schon. Ach, guck mal hier, gleich ein Häschen am Anfang. Aber wir fangen erstmal an, so ein paar Blümchen zu pflücken. So, und hiermit Abigail's Flower. Damit kann ich, soweit ich das jetzt verstanden habe, die Abigail herbeirufen. Ja, ich habe mich ein bisschen über diesen Charakter natürlich vorher informiert, damit ich nicht so ganz so doof dastehe wie sonst immer. Damit ihr nicht wieder sagen könnt, oh, Grants, du bist ja blöd. Aber schon mal ein recht interessantes Gebiet. Hier gibt es so ein paar Sachen, die man einsammeln kann immerhin. Und Wendy hat ja mal eine richtig schöne Frisur. Meine Güte. Ist sie nicht süß, die kleine Wendy. So, da oben sind noch ordentlich Blumen. Das trifft sich schon mal sehr gut. Dann können wir uns vielleicht sogar direkt wieder das Dingens herstellen. Dieses Blumenbändchen. Oh, Schmetterlinge. Oh, Butterflies. Egal. So, die Bienen, die tun uns ja nichts, wie wir gelernt haben. Und hier ist ein Weg. Wollen wir einfach mal direkt den Weg lang gehen, Leute? Um zu schauen, ob wir da irgendwie vielleicht eine Savanne finden. Ich habe schon gesehen, hier vorne waren ja auch drei... Ich glaube, es waren drei, oder? Drei Hasen. Na, Steine habe ich noch kaum. Sollte ich natürlich auch mitnehmen. Und Seeds haben wir hier schon mal. Sehr gut. Das heißt, vielleicht können wir dann sogar doch schon wieder bald ein Dingens herstellen hier. Wie heißt der Spaß? Ich weiß es nicht. ich weiß nicht, ob die böse wird, wenn ich jetzt der einfach die Blumen wegnehme. Hier sind auf jeden Fall noch ein paar Steine. Die kann ich ganz gut gebrauchen. Hier sind auch wieder Häschen. Also gar nicht mal so verkehrt, diese Position scheinbar. Oh, jetzt habe ich ein bisschen zu früh abgebrochen. Und ich muss dran denken, dass ich auch wieder mir eine Axt beschaffe, damit ich Holz bekomme. So, 12 Stück haben wir, Leute. Dann würde ich sagen, stellen wir uns direkt so ein Teil her. So, damit unser Geisteszustand dann auch nicht wieder so in den Keller sinkt. Da oben sind noch mehr Häschen. Oh, hier haben wir ein paar Ropes, denn hier ist mal jemand vor uns scheinbar gewesen, der allerdings ins Gras gebissen hat. So, und die Fackel, die werde ich jetzt auf jeden Fall noch nicht kaputt gehen lassen. Nein, 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 das ist unsere Lebensversicherung, falls ich mal wieder einen kleinen Fehler mache und nicht dran denke, dass ich ja vielleicht Licht gebrauchen könnte bei Let's Play Don't Starve, um über die Runden zu kommen. Auf den Gedanken kommt man natürlich nicht als Vollidiot. Also hier sind eine Menge Büsche, muss ich sagen. Beerenbüsche. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal ganz gut, weil Beerenbüsche können wir später wieder einsammeln. Notfalls gehe ich es halt ein bisschen langsamer an als letztes Mal. Ihr meintet schon, ja, Grants, behalt doch einfach deinen Hungerbalken noch ein bisschen besser im Auge. Behalt das immer schön weit oben. Oh, was ist denn hier los? Leute,
Das ist komplettes Neuland jetzt für mich. Dieses Gebiet habe ich noch nie gesehen. Its cycles of life is ending. Ey, frag mich nicht, was hier los ist. Frag mich nicht, was das soll. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß aber, dass ich Gold brauchen werde, um mir eine Science Machine früher oder später zu craften. Und deswegen hauen wir uns hier schon mal so ein paar Steine kaputt. Also das Gebiet ist wirklich komplett neu. Habe ich noch nie gesehen. Das ist jetzt die vierte Runde Let's Play Don't Starve, die wir gestartet haben. Und das sind auch die einzigen Runden wirklich, die ich gezockt habe. Bisher habe ich sonst selber habe ich noch nie gezockt. Dann müsst ihr mir glauben, Leute. Ich würde euch doch nie anlügen. So, the darkness coming. Das heißt, wir sollten mal ein kleines Feuer machen. Da oben habe ich schon Spinnen gesehen. Dort habe ich Spinnen gesehen. Dort liegt noch ein bisschen Gold. Da ist nur noch mehr Spinnen. Gebiet. Oh Mann, da sind ja noch mehr Spinnen. Okay, also hier scheinen ziemlich viele Spinnen zu sein. Jetzt ist natürlich für mich die Frage, ob ich hier... Erstmal brauche ich eine Axt. So viel steht schon mal fest. So, dann hauen wir hier die Bäume weg. Ich habe keine Ahnung, ob die jetzt irgendwie andere Loks geben für mich. Nö, scheinbar nicht. Und dann würde ich sagen, nutzen wir die Nacht, um ein bisschen Holz zu fällen. Frag mich nicht, wo der Unterschied jetzt zwischen denen und den normalen Bäumen ist. Ich kann es euch auch nicht sagen. Alles ein bisschen strange. Ich hoffe mal, dass die Spinnen nicht so aggro werden gegen uns. Aber unser Geisteszustand geht schon so ein bisschen runter. Und ich sollte gleich ein Feuerchen machen. So, Moment. Ich mache jetzt mal lieber ein Feuer. Das ist mir nämlich sonst alles ein bisschen zu risikoreich. Wieso darf ich jetzt hier schon wieder kein Feuer machen? So, hier darf ich. Gut, dann haue ich hier nochmal die großen Bäume weg. Die anderen kann ich ja gleich noch weghauen, wenn die Nacht hier über uns hereingebrochen ist. Gold haben wir jetzt auch schon ein bisschen was. Wir sollten jetzt... Oh, guck mal, da vorne kann ich auch noch ein bisschen Gold einsammeln nachher. Aber erst, wenn es Tag ist, Leute. Alles so nach und nach machen. Nichts überstürzen. Hauptsache, wir kommen endlich mal durch den Winter. Ich würde es uns ja gönnen. Wir hätten es eigentlich echt mal verdient. Ach, Mann, Mann, Mann. Ich glaube, Tag 21 oder 22 war bisher das Weiteste, was wir geschafft haben. Ist echt nicht so viel. Oh, meine Axt ist schon kaputt. Das ging ja schnell. Aber ich lasse mich hier natürlich nicht beirren. Ich könnte mir natürlich auch schon wieder ein bisschen Kohle herstellen, wenn wir schon mal hier sind. So, Moment. Machen wir doch einfach mal. Und weg hier. So, jetzt kann ich aber auch wieder die Axt in die Hand nehmen. Oh, schau mal, wie schön hell das dadurch wird. Die Nacht kann uns gar nichts, Leute. Die Nacht kann uns gar nichts, ey. So. Das hier oben werde ich aber nicht noch alles im Brand stecken. Oh, Seeds. Vorsicht, jetzt wird es langsam wirklich dunkel. Oh ja, jetzt ist es wirklich dunkel geworden. So, ein bisschen mehr Licht hier machen. Dass ich zumindest das hier noch alles eingesammelt bekomme. Ah, sauber. Den großen Baum bekommen wir auch noch, ohne dass es hier Ärger gibt. Und wenn wir den haben, dann röste ich mal eben schnell ein bisschen Nahrung. Weil, ihr habt ja gesagt, Grant, sorgt dafür, dass deine Nahrung immer voll ist. Und ich gebe euch recht, natürlich ist es besser. Dann kommt man gar nicht erst in die Bedrängnis. Und ich habe ja auch keinen Vorteil dadurch, wenn ich mir mein Essen aufspare und das dann immer erst mache, wenn es schon fast zu spät ist. Ich hoffe mal, dass ich intelligent genug bin, um aus den Fehlern von der letzten Runde zu lernen. Aber das wird sich wahrscheinlich erst zeigen, wenn wir sterben. So, okay, das ist gut. Dann haue ich den kleinen Baum hier nochmal weg. Und, oh, jetzt wird es gleich Tag. Und dann haue ich mir nochmal, oh, guck mal hier, das sind Fireflies, Glühwürmchen. Auf der Map wollte ich mal eben schauen. Der Weg führte hier lang. Okay, hier vorne war noch Gold. Das würde ich gerne noch mitnehmen. Die Science Machine könnte ich mir sogar schon herstellen. Siehst du mal, die braucht ja nur ein Gold. Lächerlich. Peanuts für uns. Wir nennen uns Richie Rich. So, komm schon. Feuer. Bleibt noch diese paar Sekündchen an, bitte. Komm schon. Ja, sehr gut. Angeblieben. Und jetzt haue ich mir nochmal hier so ein paar Bäume kaputt, dass ich ein bisschen Charcoal habe. Weil Charcoal, wisst ihr ja, können wir ganz gut gebrauchen eigentlich.
Oh, kleiner Lag durch das Dingens, durch das Autosave. So, die fünf Dinger nehmen wir noch mit. Ja, die bösen Bienen hier. Na, nicht angreifen. Oh, wie viele Bienenstöcke hier sind. Kann man ja auch Honig irgendwie draus gewinnen. Muss man, glaube ich, nur aufpassen, dass die nicht zu aggro werden gegen einen. So. Okay, komm, das Gold nehme ich trotzdem nochmal mit. Und dann gehen wir da oben auf den Weg, würde ich sagen. Oder? Was haltet ihr von der Idee? Und schauen mal, ob wir irgendwie zu einer Savanne oder sowas kommen. Ein bisschen was zu futtern haben wir noch. Notfalls findet sich unterwegs hoffentlich noch was. Und hier ist schon wieder so ein Wald. Oder haben die einfach nur die Bäume geupdatet? Aber ich glaube, in der Zwischenzeit war kein neues Update. Kann ich euch nicht sagen, woran das liegt. Ich weiß es wirklich nicht, Leute. Wieso glaubt ihr mir nicht? Okay, hier geht's auch wieder nur in so eine Steingegend. Oh, ich habe einen Tutan gehört. Steingegend. Oh, ein Mushroom. Ist leider ein roter. Die sind ja nicht so pralle. Jetzt, oh, kann ich den schon wieder nicht mitnehmen. Na gut, dann droppen wir den mal hier. Hier geht's jetzt ernsthaft nur zurück, oder? Was ist das für ein riesiger Wald, ey? Da ist ein Spinnennest. Das geht hier wirklich nur zurück gerade. Okay, dann gehen wir den Weg jetzt lang. Durch das andere Steinfeld. Ey, jetzt gibt's doch nicht, ey. Beim letzten Mal so ein Glück gehabt. Direkt eine Savanne gefunden. Und wir dachten, alle unsere Sorgen sind vergessen. Ah, scheiße. Mitten auf dem Weg, ey, ein Spinnennest. Hier noch ein Spinnennest. Na, mit denen... Oh, noch ein Spinnennest. Scheiße. Also hier sollte man sich, glaube ich, wirklich nicht aufhalten, wenn es Nacht ist. Ach du heilige Scheiße, wie viele Spinnennester sind hier bitte? Ja, die Zeit geht zum Glück noch, aber mega viel Gold liegt hier auch rum. Und Steine natürlich. Ist ja auch eine Steingegend. Ich weiß nicht, wie stark Abigail ist, ob wir mal mit Abigail hier Stress machen sollten in der Nacht. Oder vielleicht verjagt die Gegner ja auch nur. Vielleicht bekommen die dann einfach Angst vor Abigail. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ach, Mann, ey. Egal. Erstmal weiterlaufen. Scheiße, hier ist die Welt zu Ende. Beziehungsweise das Gebiet zumindest. Wieso haben wir denn kein Glück? Na, ich behalte mein Essen jetzt so ein bisschen im Auge. So, ich bin wieder bei 150. Da könnt ihr nicht schimpfen mit mir. Aber wir haben nicht mehr viel zu essen. Nur noch 7 Beeren. 3 davon muss ich sogar noch braten. Oder kochen, je nachdem. Boah, was für ein großes Steingebiet. Das ist ja mal übertrieben. Da geht's auch nicht weiter. Och, komm schon. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Die ganzen Steine hier, ey. Unglaublich. 10 Gold haben wir schon. Da kann man auf jeden Fall was mit anfangen, würde ich mal behaupten. Und jetzt bin ich hier doch schon so weit gelatscht wieder. Da ist ein Wormhole. Ne, das ist ein Dingens. Ja, Tallbird Nest, stimmt. Aber da ist kein Ei drin. Aber ich kann dir sagen, ich habe das Ei nicht geklaut. Lieber Tallbird, falls du das hörst. Grants ist unschuldig. Verdächtige ihn nicht. Jag ihn nicht hinterher. Tu ihm nichts an. Mein Geisteszustand ist gerade wieder am Steigen. The darkness will be there soon. Ja, ich könnte hier bleiben und mir ein bisschen Gold einsammeln, aber das bringt mir immer eigentlich gar nichts. Das bringt mir immer eigentlich gar nichts. Ich muss... Nee, ich muss weiter. Ich muss weiter suchen nach einer Savanne. Nach irgendeinem guten Ort, wo wir irgendwie ein bisschen was an Rohstoffen bekommen. Nicht an Rohstoffen, sondern an Nahrung halt. Ich kann mich auch nicht von diesen Beerenbüschen jetzt wieder nur ernähren. Das haben wir schon in den ersten beiden Duellen, hätte ich jetzt fast gesagt, in den beiden ersten Versuchen gesehen, dass sowas nach hinten losgeht. Da drüben... Oh, da drüben sind aber normale Bäume. Dann weiß ich wirklich nicht, warum die so aussehen. Keine Ahnung, falls das jemand von euch weiß, und ich bin mir sicher, dass das wieder jemand weiß... Weil ihr seid ja meine Don't Starve-Profis. Dann schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Kann ich eigentlich
Ja, kann ich. Okay, ich wollte nur mal schauen, ob ich ein Lagerfeuer notfalls bauen könnte, wenn ich dann eins brauchen würde. Evergreens. Ja, ich weiß auch nicht, ob das jetzt so intelligent ist, was ich mache, dass ich hier so mitten durch die ganzen Gebiete latsche. Vielleicht sollte ich mir wirklich wieder einen Weg suchen und den Weg entlang gehen. Wäre vielleicht ein bisschen sinnvoller, aber ich bin mir nicht sicher. Oh Mann, Mann, Mann. Hier geht's jetzt wieder in ein neues Gebiet. Das ist aber auch keine Savanne. Okay, hier ist immerhin schon mal ein Bärenbusch wieder. Aber es ist auch ein Spinnennest da. Das heißt, oh, da ist sogar eine Spinne. Sollte ich aufpassen. Nicht, dass ich mir jetzt hier mitten in der Nacht mich noch mit einer Spinne anlegen muss. Hier ist aber ein Weg. Hier ist ein Weg. Dann gehen wir nächstes Mal den Weg entlang, würde ich sagen. So, ich muss jetzt mir gleich ein Feuer machen. Sonst sehe ich wieder alt aus. Und das mag ich nicht, wenn ich alt aussehe. So, komm her. Ein Campfire, das hauen wir einfach mal hier hin. So, sehr schön. Dann nehme ich mir meine Axt. Und dann nutze ich die Gelegenheit, hier wieder ein paar Bäume zu fällen. Hoffen wir mal, dass nicht wieder so ein kranker Typ da auf einmal kommt. Und, ah, die anderen Bäume haben keine Saiblings gedroppt. Vielleicht ist das der Unterschied, weil da ja auch irgendwie was stand, die Lebenskraft von denen hat nachgelassen oder so ein Driss. Irgendwie so was Komisches stand da. So. Und dann nehmen wir das nochmal. Packen das hier hin. Oh, jetzt ist die Axt kaputt. So, bauen wir halt eine neue. Ein paar Materialien haben wir ja noch, so ist es doch nicht. Da brauche ich mir noch keine Sorgen machen eigentlich. Das kannst du dorthin pflanzen, bitte, Madame. So. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich mit diesem Feuer über die Runden komme. Auf jeden Fall weiß ich aber, dass ich das Feuer hier gleich mal nutzen sollte, um die anderen Beeren noch zu kochen. Und ich glaube, für Survival brauche ich so eine Maschine, ja. Also ich könnte mir momentan, kann ich mir noch nichts weiteres herstellen, oder kann ich mir... Nee, wir brauchen eine Science Machine, liebe Leute. Na gut, dann kann ich gerade mal nichts machen. Würde ich sagen, trinke ich noch ein Schlückchen. Und dann könnten wir an dieser Stelle eigentlich auch einen Cut für heute machen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn der Tag hereinbricht. Der dritte Tag dann schon. Ich hau noch mal einen Lock hier rauf. Sicher ist sicher. Wir wollen ja jetzt nicht wieder drauf gehen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.